habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Mir schaut es auf diesem Mio. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir melden uns dann auch noch mit Gesicht. Aber ich schalte den Kreuz schon ein bisschen ein. Bei uns geht es immer schon voll zur Sache. Sau steil. Und mit einem satten Panorama. Wir sind da in der Nähe von Santo Stefano. Wir haben schon eine Nacht im Camp übernachtet. Wir sind jetzt schon früh am Weg. Und schaut sich mal das an, bitte. So schön schon. Und da werde ich natürlich bei dem wundervollen Tag mitnehmen und sagen, was uns alles erwartet. Einiges. Ja. Jetzt sind wir im Bilde. Jetzt sind wir im Bilde. Ah, die Wicke. Und da hinten ist eigentlich schon, jetzt wird umgelangen, unser Fahrplan für den heutigen Tag. Es geht auf dem Tudai rauf, eine ganze Anlage aus den ersten Böckern, sehr stark befestigt. Ja. Kombiniert ist das Ganze mit dem Vallo Alpino. Da unten ist eine irre Anlage, die können wir heute sogar besichtigen. Vielleicht können wir euch. Da sind sogar noch die Kanonen drinnen. Und das haben super hergerichtet, komplett beleuchtet einmal. Also der ist wirklich scharf gestört noch. Mhm. Zumindest optisch. Hochinteressant die Gegend da. Ich muss sagen, es geht ja extrem weit auf. Einfach über die Felsen. Bin schon sehr gespannt. Vor allem für mich ist jetzt der erste Turm ohne Dings, ohne mein Verband hofft auch schon. Ja. Ohne Schienenwerk. Fahrt schon mit Verband, tut mir echt gut, kein weh mehr. Ein bisschen halt, die Finger sind ein bisschen steif und so. Aber ich merke das von Tag zu Tag vor der Bewegung, das ist halt immer besser. Echt krass. Voll. Also wenn du deine Reha gemacht hättest, dann. Bis jetzt hat es geholfen. Bis jetzt darf ich nicht schimpfen. Also ich habe bis jetzt echt, ich war einen Tag nach der OP Radl gefahren, habe jetzt jede Woche Kontrolle gehabt. Und es passt perfekt. Alles, die sagen, gell, es perfekt. Ist ja. Aber haben wir auch schon viele Kommentare gekriegt, dass es für manche halt unterschiedlich, gell? Genau. Und der Knochen wächst halt, je schneller er Sauerstoff kriegt und Blut kriegt, desto schneller wächst er zusammen. Natürlich gibt es Brüche, wo es gar nichts dran kann. Ich denke mal, Kopf oder Becken, da geht halt nichts. Aber Mittelhand mit Bedacht und mit dem Wissen, was man so tut, sicher passieren kann was, glaube ich, der fährt davon auch nicht und mit dem Zug fahren. Ja, deshalb sind wir halt da. Da unten. Packen wir es Ja. Das geht gleich voll zur Sache. Scheiße. Sau steil und komplett loser Schotter. Der Einstieg war mehr als heftig. Das ist jetzt direkt der Genuss, was da gerade passiert. Wahnsinn. Jetzt seht ihr es von herum, wie das ausschaut. Bei weitem nicht so steil, aber ihr wisst, wie das ist. Das ist jetzt eigentlich ein flaches Detail gewesen. Und da könnt ihr jetzt gut sehen, die Kurven ist mega breit. Und zwar zeige ich euch jetzt einmal, wieso. Haben immer wieder so Schüttel aufgeschüttet, total interessant. Das war jetzt alles der erste Böckerl, wo wir da sind. Und schau, sehen wir das so bitte. Ja. Es ist einfach heftig. Die Kanone einfach da aufschleppen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sind. Ah ja, da ist echt das erste. Und da mit dem haben sie sich weitergeholfen. Wow. Es ist einfach. Ja. Das war eine Scheißbloggerei, du sagst es, was ist ja. Wie mir ist jetzt schon so blank. Wow. Mhm. Aber trotzdem sehr eindrucksvoll, der Aufwand, wunderschön.
immer wieder ein bisschen Ausblick. Ja. Wie schaust du aus? Und da müssen wir jetzt auch stehen bleiben und ein Foto machen. Und zwar schau sich mal die Mauer noch bitte. Sie stehen immer noch wie am ersten Tag. Und mit welcher Genauigkeit die das da aufgemacht haben. Das ist unvorstellbar. Die geht einfach komplett. Komplett auf. Wahnsinn. Brutal. Krass, oder? Schaut mal. Und einfach nur durch den Berg durchgeschlagen. Seht da immer wieder Eingänge, Kasernen sogar, mitten auf die Wege, aber die werden wir dann im Downhill im Angriff nehmen. Das ist auch echt, dass wir was da an und schwitzen wie irgendwas. Da bitte das lebende, schwitzende Beispiel. Ja, von da sieht man es jetzt wirklich gut. Also es ist echt nicht mehr alles zum Fahren. Also wir müssen teilweise auch wieder Schirm. Es geht wieder voll lang zum Fahren, dann geht es wieder voll lang zum Schirm. Es ist einfach sack steil. Es kommt jetzt überhaupt nicht so um. Ja, vielleicht sieht man es da auf. Ich glaube aber nicht, dass irgendwelchen Grund jetzt da steht, sondern es gibt einen richtig guten Ausblick und einen kleinen Aussichtspunkt. Manchmal hat schon fotografiert. Ja, es ist voll. Jetzt Gott sei Dank alles im Schatten. Da seht ihr immer wieder eigentlich an jeder Kerle, wo sie es eingekriegt haben. Und da, sie aufpassen, dass ich die Loche gucke, sieht man einen Ranzusee umspitzeln. Ganz ein bisschen seht ihr auch das türkise blaue Wasser, der Ranzusee. Da sind wir vorher vorbeigefahren. Und richtig geil auf den Berg dahinter. Ja. Und so schlängeln wir uns jetzt wieder auf. Und weiter. Nur 400 Kern. Ja. Ja, immer. Wir haben wirklich nichts zum Jammern. Weil es der Aufwand so wahnsinnig geschichtsträchtig ist, dass man einfach die ganze Zeit drüber denkt, was haben die geleistet? Wenn wir schon so kämpfen. Es ist brutal, ich sag das. Es ist echt brutal, vor allem. Ja, sind sie kein. Vor allem, es ist ja nicht einfach nur, dass du sagst, so der feine Schotter, dann gehen jetzt nur. Es ist teilweise einfach nur so ein grober Schotter. Ihr seht es wahrscheinlich auf dem Video, dass uns die Steine kurz wegspickt. Ja, du rutschst einfach komplett durch. Es ist echt ein Kampftaufer. Aber sehr tolle Straße. Und vor allem bei dem Hintergrund war es. Es ist echt heftig. Ja, genug gelabert. Aber es ist echt hochinteressant, wenn man es dann in der Realität sieht. Ja. Und jetzt auf der Kost, das ist der gleiche, weil ganz gerne. Was ist da noch offen? Ja. Ich weiß nicht, wie das ist, das sieht, aber wenn ich es da groß mache. Ein bisschen sieht man es, ja. Genau. Die ganzen Kerne gehen für uns jetzt noch offen. Wow! Ja. Sehr schön. Ja, so geht es dazu. Mitten auf der Auffahrt. Immer wieder so Kasernen oder weißt du, was das genau war? Ja, sowas wird es gewesen. Ja. Sieht man da. Ja, so schaust du aus. Gehen wir da wieder raus. Der Untergrund hat sich jetzt schlagartig geändert. Von extrem
groben Schotter, dann steil zu einem Waldboden, was sich gut treten lässt. Auch zwar alles andere wie flach, aber wesentlich besser. So machen wir jetzt gut Meter. Und echt sehr schön und eindrucksvoll da. Wir kommen immer weiter rauf und jetzt sind wir gut dabei aus dem Wald heraus. Voll geiles Beine schon. Und seht ihr, da fangen gerade wieder wie krasse Mauern einfach. Schaut sie mal das einfach an. Ja, da bleibt einfach die Worte weg, gell? Das muss man mal so da bauen. Ja, vor 100 Jahren hinten. Das ist echt so. Aber alles muss man dazu sagen, es gibt keinen einzigen Tropfen Wasser drauf. Es hat eine Quelle gegeben. Die gibt es auch nicht mehr oder läuft nicht mehr. Und wenn man sich das vorstellt wie mir, ist quasi schon kein Wasser da gelangen und voll Durst haben, wie es damals war. Ja. Und ihr seht es echt immer. Ja, interessante Fotos eigentlich immer, genau zu der Stelle. Ja, da war jetzt Winter, mit dem Schlitten sind sie auf und da, da haben sie es nicht Schlitten, mehr auf. Stimmt. Auf und da zu. Warte, kannst du mal gehen, dann kannst du mir vielleicht sagen. So, da sieht man das. Da haben sie die Soldaten mit den Schlitten auf und da bewegt im Winter, weil anders war ja kein Fahrkommen mehr. Und wer die Gegend da kennt, gerade die Dolomiten und östlichen belonesischen friulonesischen Dolomiten, der weiß, dass da schneiden kann. Also, da wisst ihr, was da oben los war, weil das ist richtig so. Also, der Meterschnee über die Nacht ist möglich. Ja, ja, echt heftig, so geht's da rauf. Richtig cool. Und Blick auf die Dolo, so ist ein Wahnsinn. Wetter, Regen, Rucksack, es reißt jetzt eher wieder auf, ein bisschen der Föhn drinnen. Perfekt. Gecheckt. Ja. So, was für die Kamera. Fahren wir wieder weiter. Gewaltig. Fahren wir wieder weiter. Wieso ist das Drehbuch auch gestanden? Ich kann es gar nicht sagen, wie eindrucksvoll der Tag ist. Einfach. Sehr cool, ja. Aha. Wahnsinn da. Heftig, heftig. Ja. Was da ist, baut man das. Der ganze Berg ist einfach nur ja. Durchlöchert. So eine riesige Anlage. Das sieht man am Plan. Ja. Weißt du, groß. Groß, oder? Ja, ja. Ja, komplette Anlage ist das. Und da geht es jetzt für uns noch auf. Und da oben soll eigentlich schon das Ziel sein. Und da sieht man, war alles eingeschlagen und Mauern. Und es ist echt kompletter Berg, einfach nur durchlöchert. Ja, voll krass, was die ganzen Reine drin haben am Felsen und sprengt sich die Bahn. Wahnsinn. Vielleicht da vorne hast du mit den normalen Lampen. Ja. Bis zur Bahn öffnen. Schau mal. Boah. Wahnsinn. Okay. Heftig. So zur Veranschaulichung. Bietz Dorfer. Und da schaut es dann so aus, wenn man da rausgeht. Brutaler Blick auf die Dolo. Wow. Thank you.
Ja, gleich haben wir es geschafft, aber schau mal, was da oben alles bitte ist. Ja, auf der GoPro, glaube ich, sieht man es nicht so gut, aber das ist alles bis zum Ende oben komplett eingeschlungen. Crazy. Ja, extrem. Also Mauern, Kasernen, alles. Das ist so, da könnte man vom Schauen gar nicht mehr raus. In jeder Ecke ist irgendetwas. Wahnsinn. Da sieht man es jetzt, es ist richtig, richtig krass da herum, echt. Und ihr seht auch, wie steil es da mittlerweile auch geht. Also das war von dem her nicht mehr zum Spaßen. Boah. Da sind es gerade da beide Kasernen zum Renovieren. Ja, da von vorne. Ah ja, stimmt. Zum Aufbauen, dass sie nicht zusammenbrechen. Ey, ja. Und da ist jetzt ein Wachsesteil. Boah. Heftig. Wahnsinn. Ja. Was schaffst du nicht mehr, diese. Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So etwas habe ich mein Leben noch nie gesehen. Wow. Wir haben es geschafft, wir sind da. Ja, krass, ich habe es jetzt eh gerade schon gesehen, ich schwenke ihn jetzt noch mal aus. Was die da bitte gebaut haben, es ist voll schade, es bricht einiges zusammen. Sie sind eh schon wieder beim Aufbauen, ich weiß nicht, was sie alles im Sinn haben. Ich glaube mal den Durchgang da unten und was halt da jetzt noch neu machen, weiß ich nicht, was da noch alles möglich ist. Aber es ist einfach irre. Also wir haben so viel geschichtliche Berge schon gemacht, gell? Militärwege, Erster und Zweiter Weltkrieg, aber das ist Heft, also das ist eine andere Welt. Ja, das ist echt krass darum. Und vor allem da ist wirklich was passiert. Das ist ja das extrem krasse. Passt. Ich bin einfach geschockt, ich bin einfach echt sprachlos. Ich schwinge den Kretzer mir einfach durch, dann brauche ich nicht mehr lange reden. Bei mir die Worte wegbleiben. So, da oben seht ihr alles umgebaut, komplett. Also es ist einfach der komplette Berg befestigt. Und so krass steil jetzt da oben. Atemberaubender Berg da. Und wir haben einfach einen Menschen getroffen, ganz unten, total ein netter Italiener, der hat uns gleich erklärt, dass da kein Wasser gibt. Wir haben noch Hoffnung gehabt auf die eine Wasserquelle, was einzeichnet ist auf der Karte. Wir haben uns auch ein bisschen verlassen auf die Karten. Das trocken, ja. Wir waren aber dann auch verlassen. Genau, wir haben uns auf die Karten verlassen, wir waren dann auch verlassen. Weil den Mann haben wir leider erst ein bisschen im Uphill getroffen, deshalb wollten wir dann nicht mehr umdrehen. Ja, gut. Und so ist das Ganze massiv da. Komplett einfach am Berg eingemauert. Aber es bricht leider einiges zusammen da schon. Die Kommandozentrale und dann sieht man da, sind durch den Berg gegangen. Ah, okay, das sieht man da erst, sieht das, ja. Das Loch da unten. Aber es ist halt stark beim Zusammenbrechen der Eiche, geht es halt jetzt schon relativ. Nice. So eine Sache. Da mal lieber nicht. Puh. Aber was die geleistet haben, allein das Bauen, oder? Ist. Ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Es ist ja nicht einfach jetzt eine kleine oder so eine normale, sondern es ist einfach ein komplettes Dorf da herum quasi. Und das ging ja dann nur ewigst weit hin dumme und alles. Aber das Wetter ist halt total unberechenbar. Er sagt alle zwei Minuten was anderes, so deswegen. Aber wir haben es geschafft. Genau, wenn wir es da nicht. Auf Ansage. Jeden Fall. Dann ist dann. Ja. Ideale Einstiegstour für mich, nicht ein schwerer Trail, aber trotzdem sehr coole Kulissen. Ja, auf jeden Fall. Und auch allgemein für eine Einstiegstour gut. Mhm. Der Uphill war ja alles andere wie einfach. Der Uphill war ja. Puh, schon gescheit geschwitzt. Ja, gut. Wir werden trotzdem eine Kleinigkeit ausnehmen, vielleicht schauen wir mal. Und dann werden wir auch fahren. Und unten haben wir dann wieder Wasser und wenn der Wetter kommt, sind wir da auch gut untergestellt. Boah,
zeige ich euch noch den Schild, was da drüben steht. Ja, ihr seht noch ganz die alten Fotos. Boah, ganz schlecht. Aber da sind sie einfach alle in die Felsmauern drin geguckt. Da haben die alle einen Patronengürtel um. Ja, sieht man da alles Patronengürtel. Und wir haben gerade zuerst gesagt, es ist ja nicht nur einfach die Kanone auf der Zahn, sondern du hast ja dann noch keine Munition und nichts herum. Es ist da. Puh. Sind sie in die Kaserne gestanden. Ja. Krass, was die geleistet haben. So, das ist jetzt der Gipfel. Da vorne Aranzosee, hinten die drei Zinnen. Sehr bekannt. Da geht es Richtung Belunneuche. Genau, komplett am Piave noch. Da hinten, wo gerade ein wachses Wetter niedergeht, also da hinten geht gerade die Welt unter, war dann eigentlich Santa Stefano und dann eigentlich schon die Staatsgrenze Österreich. Da ist der Kreuzbergpass mit dem Übergang von Sechstenaufer. Ja, und da hinten ist dann Sabada und vorne ja Voltri schon. Wir sind da, die Strömung ist derzeit nur auf unserer Seite. Das werden wir aber so ausnutzen und beibehalten, weil wir fahren jetzt gleich an. Bevor es uns da oben echt erwischt, man jetzt zwar genug Platz, dass man überall Eiche stehen kann in diese Bauwerke. Aber ich bin jetzt wirklich scharf, über auf 2000 irgendwas Meter. Nein. Da in der Wedereiche fahren. Deswegen fahren wir an. Aber es ist typisch Alpenhauptkamm-lastig derzeit, man merkt es. Gar nicht umgegangen. Es ist alles anders. Um die Zeit ganz gern. Und ja, trotzdem Wahnsinnsberg. Voll. Absolut on the top, würde ich sagen, einer von den Geistern, was wir bis jetzt gemacht haben. Ja, gute Abfahrt und dahin geht's. We'll be right back.
Themenwechsel wieder mal. Und zwar. Vallo Alpino. Mehr zum Vallo Alpino, genau. Sogar mit Licht. Krass, oder? Voll krass. Ja, der ist offen. Den kann man sich selber anschauen. Der ist halt bestimmt Tag offen und dann kann man sich selber mehr oder weniger da durchführen. Die Handy sind nur zwischendurch, bei mir geht es normal voll ab. Ja, das wisst ihr ja von den anderen Videos. Und auch nicht mit Beleuchtung. Wow. Krass. Ich weiß auch, was beschrieben hat, nur auf Italienisch. Aber sehr interessant. Wow, das hat es mich geschockt. Ach, die nehme ich mit. Heftig. Martin heißt der. Corrado de Martin. Heftig, oder? Wahnsinn. Aber das war jetzt der zweite, oder? Da sieht man es noch. Wir sind nie in Betrieb gewesen, richtig? Nein. Also das war jetzt nicht das, was ich zuerst auf dem Video gesehen habe, das war alles in Betrieb. Und das war nur... Ich war nicht in Betrieb, ja. Krass. Riesenteil, oder? Volle. Der ist auch sehr hoch. Der ist richtig hoch, da kannst du abrauf gehen. Komplett. Wir machen gerade eine kleine Stufenwanderung bis zum nächsten Bunker. Der weiß jetzt, denken wir mal, sei es oder wir sind schon gefühlt 10 Minuten auf dem Weg, da nur beim Stufen gehen. Ist was da? Ja. Wir wissen nicht, wann der kommt, nämlich. Das ist ja nicht so geschrieben. Aber da unten ist was. Ja, man sieht ganz wenig, aber ein bisschen was. Wir sind beim nächsten, der ist nicht beleuchtet. Aber riesig. Aber riesig. Scheiße. Boah! Bleib da, mir ist echt nichts. Leicht mehr aus ein bisschen. Da oben aus, ich mir echt nichts. Oh, das ist eine Riesenhalle. Ihr schaut euch das an mir an. Maschinengewehr. Ah. Krass, oder? Mhm. Das war krass. Heftig, ja. Echt krass, ja. So, alles hat ein Ende, nur die... Das hat zwei. Genau. Bei uns ist auch Ende. Ende vom Tag heißt auch Essen. Wir haben einen ganz netten Platz, mitten im Bachbett. Haben wir uns da ein bisschen was gekocht. Ganz unspektakulär. Weil unser Wagen ist ja nicht ausgestattet mit einer Indoor-Küche. Nein. Nein. Ja, war echt eine coole Sache. Wir haben ein bisschen noch was zugehängt. Waren massiv Höhenmeter heute. Mhm. Und für mich die erste Abfahrt ohne Schiene, echt cool. Einmal langsam angefangen, ich natürlich die Schiene mit, so jetzt schlimmer werden kann, man Berg ausziehen und so und kann abfahren. Und passt mir jetzt echt gut. Ja, that's it. Machen wir jetzt weiter? Machen jetzt weiter. Schade, dass beim Bunker nicht viel gegangen ist, war crazy. Also man hat die Maschinen gleich noch drin gehabt und alles, echt crazy Style. Wir werden es aber verlinken, wo die Teile waren. Schaut es euch unbedingt gut, weil die haben sich echt viel tun, dass es das ja, so aktiv bleibt. Eben, wir sind immer offen, aber Führungen gibt es auch. Gibt es auch noch, ja, genau. Eben, also, kann man mal nachlesen. Echt cool. Ja, genau. In diesem Sinne. Danke fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.